Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Wir gehen wieder mal in die Kommentare rein. Da haben wir einen Kommentar von Sir Mad Clash Royale. Ich habe heute Portal Lois. Ist die gut? PS, nice Video. Erstmal vielen Dank für das Lob. Ja, und jetzt, Portal Lois. Schauen wir doch mal ganz kurz da rein. Oder beziehungsweise machen wir gleich, wenn wir dann soweit sind. Also, jetzt gucken wir uns erstmal den nächsten Kommentar an. Der ist von Maxi Max. Ich hab's gecallt. Nenn mich Predict God. Damit meint er den Brian in Mythic. Ja, ich nenne dich Predict God, aber mir wäre es persönlich viel lieber, wenn ich dich Rumble God nennen könnte. Du hast den Rumble wieder verpennt. So wie einige andere auch. Der erste Rumble, wie jedes Mal, irgendwie geht das Ding total unter. Aber auf jeden Fall war das sensationell mit dem Mythic Brian. Bitte jetzt beim Rumble immer mitmachen, Maxi Max. Wir brauchen doch jede Unterstützung. So. Ja. Dann geht's jetzt hier rein. Schauen wir erstmal hier vorne. Was haben wir da? Hier haben wir den Bob in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Dann sind wir hier im Shop. Und da ist er, der Brian. Und da haben wir Hottis Bill, Borax Kid, Stan mit Gruselmaske und Luann Platter. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier in der Kawaii. Die ist neu rausgekommen, die Kawaii-Box mit dem Dr. Bobbenstein. Oder Bobbenstein. Shrimpy Shrimps, The Borax Kid, Roger Sexy Shorts, Hermes Konrad und Klaus Heißler. Alleine diese beiden hier hindern mich daran. Da vorne habe ich mich riesig gefreut. Ich habe gesehen, Dr. Bobbenstein. Yeah, man, Dr. Bobbenstein. Da ist er. Bobbenstein. Und dann gehe ich darüber und dann sehe ich auf einmal Konrad und Klaus. Heißler und Hermes. Hermes und Klaus. So. Das kann nicht euer Ernst sein. Also, das hindert mich daran, diese Box hier tatsächlich zu holen. Da kann der Dr. Bombstein noch so geil sein. Nein, dann habe ich den lieber so. Ja, dann gehen wir da schon rein. Können wir ganz kurz bei den goldenen Paketen gucken, was du gemeint hast. Ruby, Celestine, Shrimpy, She-Mask. Warte mal, Portal Lois ist doch. Das müssen wir Anester machen. Machen wir gleich Anester. So. Das machen wir hier. Duplizieren. So. Und dann gucken wir nämlich hier rein. Und da ist nämlich die Karte. Alles klar. So, jetzt gehen wir rein erstmal in die Meisterschaft. Und dann gucken wir uns Portal Lois zusammen an. So, hier haben wir den Beef Squatch. Und jeder, der die Adventures gespielt hat, kennt den Beef Squatch. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns den doch gerade mal an. Da ist er auch schon, der Beef Squatch. Ja, ist hier halt ein Gene oder Eugene Belcher mit Restaurantkarten. Insofern ist er natürlich jetzt nicht mehr so prickelnd. Früher war er brutal. Also als man mit dem Spiel noch angefangen hat und das erste Mal über den Beef Squatch gestolpert. Weiß ich noch, mit dem hatte ich auch so ein bisschen ein paar Runden meinen Kampf gehabt. Aber jetzt inzwischen ist er langweilig. Also, den Beef Squatch brauchen wir nicht mehr. Der kann weg. So, dafür kommt aber jetzt eine ziemlich geile Combo für 500 Gems. Und das ist hier der Freshman Chris. Ich müsste das Ding hier mal ein bisschen runterziehen. So, damit man den Namen auch sehen kann. Der Freshman Chris. Gucken wir uns den mal an. Hier mit der Tom Landry Middle School. Das ist natürlich schon geil. Ne? Da hast du gleich 45 Angriff. Und damit kannst du schon
Also wenn er noch nicht quad-fused ist. Und dann kannst du schon den ein oder anderen First Hit landen. Jetzt hast du hier 49. Guck dir das an, 49. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast den Freshman Chris und du ballerst da jetzt nochmal jeweils 10% drauf. Das bedeutet, er hätte beim ersten Punch, Leute, es ist wirklich, also ihr müsst, es wird der Punch und der normale Angriff auch um 10% erhöht. Das bedeutet, wir hätten wahrscheinlich 28 Punch und wir hätten wahrscheinlich 27 Angriff. Das heißt, 55 Angriff beim ersten Schlag, wenn du das Ding quad-fused hast. Autsch! Autsch! Das ist richtig krank. Und wenn du den vielleicht noch dann nochmal, dann hast du da über 60 Angriff im ersten Schlag. Also was du damit nicht klein bekommst, das weiß ich dann auch nicht mehr. Also das ist schon ziemlich crazy. Also das, also für die Leute, die echt zu viel Gems haben und die den Freshman Chris Double Fused haben und die Tom Landry Middle School Double Fused, in dem Fall, ja, also wirklich in diesem Fall lohnt es sich tatsächlich Gems auszugeben für diese eine Combo Mastery, weil die ist einfach nur übelst brutal. Ja, also mega starke Combo. Weniger stark die Junkie Peggy, auch wenn das jetzt momentan im BGE mit inbegriffen ist, also beziehungsweise wenn der Addicted BGE noch am Laufen ist, aber ja, hier haben wir mal mit Crack, aber gucken wir mal, hier unten haben wir mit Toad Licking. Eine Peggy mit Toad Licking. Kommen auch auf 47. Aber die Peggy ist natürlich in dem Fall hier nicht. Also es wäre ja, da hättest du ja hier oben schon keine Ahnung, wie viel das Ganze. Also vielleicht, wenn die Toad Licking maxed ist, vielleicht kommt man dann auf solche Werte. Ich weiß es nicht. Hier unten auch mit Butterscotch Cookies ein bisschen schwächer die Version als hier mit Toad Licking. Ja, müsst ihr selber überlegen. Also die Leute, die tatsächlich eine Mythic Peggy haben und Toad Licking, schaut euch an, was da hinten rauskommt bei Junkie Peggy, wie stark der Wert ist, und dann überlegt es euch. Also wenn ihr das habt, dann machen die 1000 Steine bestimmt Sinn. Ja, ansonsten eher weniger. Ja. Also keinesfalls hier für eine Epic Peggy oder sowas. Das lohnt sich da wirklich nicht. Dann kommen wir hier zu einer anderen Combo, die ich früher gab es auch solche Decks. Die Slurm-Loco-Decks. Also in der absoluten Anfangszeit. Slurm mit Fry und Slurm mit Lila. Kam mir der Slurm-Loco raus. Und das ist natürlich heute nicht mehr beeindruckend. Also, was willst du damit großartig anfangen? Hyperkarten. Bin mal gespannt, wann irgendwann mal das Hyper BGE kommt und dann die neuen Karten dafür erscheinen. Also, das ist auf jeden Fall uninteressant. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Combo für heute. Das ist der Center Killer, also die Center Killer Hailee. Und dann schauen wir uns mal die Center Killer Hailee an. Dann haben wir hier Hailee mit Waffenkarten, also jetzt hier zum Beispiel mit dem Antichristen. Das ist natürlich schon wieder mit 20-fach Revanche, 23-fach Bodyguard. Ist schon geil, ne? Ja. Aber ich habe die Hailee nicht in Mythic und werde sie voraussichtlich auch lange Zeit nicht in Mythic haben. Insofern ist das für mich nicht so interessant. Also wer die Mythic Hailee im Deck hat, hier überlegt's euch, könnt ihr zuschlagen. Ist auf jeden Fall eine geile Combo. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten, nämlich zu der Frage, die gestellt wurde. Ich habe die immer noch hier drin. So. Was ist mit Postal Lois? Gucken wir mal hier rein. Postal Lois ist halt eine
defensive Karten-Kombo, aber ist schon stark. Also wenn du dir überlegst, du hast hier 17er Mauer, je nachdem natürlich, also ob du sie gefused hast oder nicht. Ich vermute, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, wie weit du da bist. Hier jedenfalls hast du eine mega defensive Combo mit 17-fach Bodyguard, 21-fach Leech und 17er Mauer. Das ist schon stark. Ne? Also für Verteidigung. Die kriegst du nicht so leicht down. Und die schützt natürlich dann auf lange Sicht gesehen auch die Nachbarkarten vor Punch, vor Gas und so weiter. Ja, also auf jeden Fall eine sehr gute defensive Combo. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, nehmen gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Maxi, Max, mach beim Rumble mit. Ciao.